Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Steffis Tresen. Ich freue mich sehr, jetzt im Wahlkampf-Endspurt unseren Landesvorsitzenden, Mr. Mittelstand, Michael Theurer, hier in Ludwigsburg im Skala begrüßen zu dürfen. Ich freue mich natürlich auch sehr, mal wieder bei dir zu sein am Tresen. Allerdings sehne ich mich natürlich auch in die Zeit zurück, wo hier einfach ganz viele Menschen waren. Ja, und hier ist ja ein Treffpunkt. Hier ist ja die gute Stube der Kultur, wo man sich danach auch noch gesellig auf ein Bier trifft. Alles noch geschlossen. Ja. Die Hoga sagt ja Schlimmes voraus, wenn bloß die Außengastronomie öffnet. Absolut, aber vor allen Dingen, ich meine, Kultur ist ja Lebensqualität, ist Begegnung. Ja. Das macht das Menschsein aus, sich treffen zu können und dabei auch was zu erleben. Also hoffen wir, dass wir das ganz schnell wieder hinkriegen. Das ist richtig, zumal ja Hygienekonzepte auch stehen, schon entwickelt wurden letztes Jahr. Ich denke mal, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt auch da zügig weiter voranschreiten, dass eben die großen Existenzkämpfe, die tatsächlich schon stattfinden, gerade unter den Solo-Selbstständigen und den freien Künstlern, dass wir denen da helfen können, dass die bald beendet werden. Das ist ja einer der zentralen Forderungen auch der FDP. Testen und Impfen sind die beiden Säulen, auf denen die Öffnungsperspektive beruht. Und ich hatte ja in Clubhouse jetzt eine Diskussion mit Christoph Werner, dem Chef der DM-Drogeriemarktkette. Die stehen ja in den Startlöchern. Viele Apotheken sind auch vorbereitet, um die Tests vorzunehmen. Und die Selbsttests finden reißenden Absatz. Beim Unternehmensbesuch am vorgestrigen Dienstag war ich dann auch in der Firma und wir haben uns dann selber getestet. Mhm. Das ist sogar noch wesentlich angenehmer. War das ein Gurgeltest oder war das? Das war ein Test durch die Nase. Okay. Aber die Gurgel- und Spucktests kommen jetzt auch und in Österreich sind es ja auch mittlerweile Tests im Einsatz, die Kinder selber machen können. Also wir setzen darauf, dass das so weiterentwickelt ist, dass durch Testen dann die Infektionen frühzeitig entdeckt werden und damit die Ketten unterbrochen werden und damit können wir auch eine Öffnungsperspektive darstellen, trotz des Vorhandenseins des Virus. So ist es. Wir werden noch länger mit Covid-19 und den Mutationen leben müssen. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, leider. Aber das Positive ist, es gibt Tests. Das Positive ist, es gibt auch Impfstoffe. Die müssen natürlich dringend jetzt auch in großen Mengen produziert werden. Und jetzt heute ist ja die neueste Meldung, dass Jens Spahn die Ärztinnen und Ärzte einbeziehen will. Ja. Die Niedergelassenen, das fordern wir schon lange. Kinderärzte, Hausärzte, genau, Internisten, alle, ja. Die kennen ihre Patienten, aber die brauchen auch den Impfstoff. Und wir hoffen halt, dass bis April der Impfstoff da ist, weil ansonsten wird die Ankündigung von Jens Spahn ein April-Scherz und das wäre verheerend und muss verhindert werden. Da hast du vollkommen recht. Wir sind ja viel unterwegs im Land jetzt während der Wahlkampfzeit, noch näher an den Bürgern, wie ich es wahrscheinlich sowieso schon bin als Stadträtin, du aber auch als ganz engagierter Wahlkämpfer, Landesvater und du warst ja auch lange Zeit Oberbürgermeister in Horb, bist du pragmatisch bürgernah in den Themen auch drin. Erzähl mir mal so, wenn du unterwegs bist und mit den Bürgern im Gespräch bist, was sind denn so die Hauptanliegen, die Themen, die bei dir immer wieder ankommen? Was ist dringlich für die Bürgerinnen und Bürger? Also zunächst mal ist natürlich durch Corona bedingt der direkte Austausch und Kontakt, den wir sonst hatten, natürlich deutlich runtergefahren, wenn dann überhaupt nur mit Abstand und mit Maske, viel digital. Mhm. Aber es gibt natürlich in den Gesprächsrunden, die wir ja auch digital anbieten, fast nur ein Thema. Das ist nämlich Corona und die Folgen. Und da kann man lang sagen, wie Ministerpräsident Kretschmann, man dürfe mit Corona keinen Wahlkampf machen. Machen wir auch nicht. Aber wenn die Bürgerinnen und Bürger kommen und sagen, wie ist es eigentlich, was passiert jetzt mit den Mutationen, wie kriegen wir das in den Griff, wann kommt das Impfen, dann muss man da auch natürlich Rede und Antwort stehen. Und dann natürlich vor allen Dingen das Thema, was passiert eigentlich mit den vielen Unternehmen, die jetzt im Lockdown sind, seit Monaten, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Gastronomie, der Einzelhandel vor allen Dingen auch. Ja, Gastronomie, Einzelhandel, Hotels, die Veranstaltungsbranche, da hat man natürlich Solo-Selbstständige. Ja. Ich hatte einen Lichttechniker, der hatte vor der Krise gar keinen Steuerberater, jetzt brauchte er einen. Die Frage, wie komme ich überhaupt an Hilfsgelder, neuen Programme, alle unterschiedlich, dann ändern sich wieder die Rahmenbedingungen, dann wird das Geld nicht ausgezahlt, das sind schon die großen Sorgen. Mhm. Und wenn die Hilfen nicht endlich ankommen, und Hilfen, die nicht ankommen, sind ja gar keine Hilfen, dann werden doch einige Unternehmen in die Insolvenz gehen, dann sind die Arbeitsplätze akut bedroht. Mhm. Und wir sagen deshalb, die Hilfen müssen ankommen, aber wir brauchen vor allen Dingen eine Öffnungsperspektive. Die ist auch möglich aus unserer Sicht. Wir haben ja einen Stufenplan, einen 7-Stufen-Plan, den ich maßgeblich mit
in der Fraktion erarbeitet habe, vorgelegt. Am 10. Februar bereits. Am 10. Februar, weil ja die Ministerpräsidentenkonferenz zwar einen Auftrag erteilt hat, aber es wurde ja nicht geliefert. Ja. Und kurzum, das Entscheidende ist ja, Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel sind ja nach Aussage des Robert-Koch-Instituts gar keine Infektionsherde. Mhm. Das Infektionsrisiko ist laut Robert-Koch-Institut im Einzelhandel und in der Hotellerie gering oder niedrig und selbst in der Gastronomie moderat. Das heißt, wir sagen, da muss es möglich sein, mit Hygienekonzepten und Abstand und Testen und Impfen jetzt auch wieder zu öffnen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen viele haben in teure Luftreinigungsgeräte zum Beispiel investiert, die ja nochmal einen Schritt mehr sind als vorgeschrieben und dürfen trotzdem nicht öffnen. Also das Verständnis dafür, dass sie geschlossen halten müssen, sinkt immer weiter. Also virenhemmende HEPA-Luftfilter sind ja auch ein Teil der Lösung. Gibt es ja hier in Ludwigsburg den Hersteller Mann und Hummel, den ich auch besucht habe jetzt vor einigen Wochen. Es gibt aber auch andere Hersteller, gerade aus Baden-Württemberg. Wir haben als FDP ja frühzeitig gesagt, wir fordern Sonderprogramme, dass Luftfilter eingebaut werden, etwa in Schulen, in Kindergärten, in Hochschulen und Universitäten. Ja. Das hilft uns ja auch in Zukunft, etwa gegen Grippewellen. Und es ist ja besser, wenn der Staat Beschäftigung bei Luftfilterherstellern finanziert durch Investitionen, als dass wir Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit so finanzieren. So ist es. Das sehe ich ganz genauso. Zudem auch gerade in den Schulen, um verlässlichen Unterricht auch wieder darstellen zu können. Es sind viele Bausteine, die dazu führen, aber sicherlich gehören für uns die Luftfilter auch mit dazu. Absolut. Da muss es auf jeden Fall weitergehen. Das ist vollkommen richtig. Viele Menschen klagen auch, das bekomme ich so mit, ich mache mal regelmäßig ja auch Wahlstände tatsächlich mit FFP2-Masken, aber es kommen ganz gezielt Menschen auf uns zu, weil, wie du richtig gesagt hast, Corona das Thema ist und die Menschen brauchen Lösungen, sie brauchen Perspektiven und die Lösungsansätze, die wir unterbreiten, sind gut verständlich, nicht so wie der sogenannte Stufenplan, der jetzt bei der Ministerpräsidenten-Kanzlerin-Runde verabschiedet wurde, der ist ja sehr, sehr kompliziert. Keiner weiß so richtig Bescheid. Es wird ja auch gar nicht richtig kommuniziert. Wenn der Landrat weiß, okay, die Inzidenz ist gerade noch unter 50 und das dann bis Montag, am Freitag wird es festgestellt, bis am Montag zu kommunizieren, wie wird es denn tatsächlich stattfinden in Ludwigsburg oder in Bietigheim oder in Kornwestheim, das ist wirklich schwierig. Da hängen die Rädchen, laufen nicht rund. Also das positive Signal ist, dass jetzt auch die Ministerpräsidentenkonferenz und die Kanzlerin einen Stufenplan vorgelegt haben, den wir ja auch haben, aber er ist eben nicht praktikabel, das kann ich nur bestätigen. Mhm. Und wir sagen ja, die reine Inzidenzbetrachtung reicht nicht. Man muss auch die Intensivbettkapazität berücksichtigen, den Impffortschritt, die Teststrategie, auch innovative Techniken wie die Luftfilter. Und vor dem Hintergrund ist es auch zentral, dass eben nicht nur Jens Spahn Tests ankündigt, sondern dass sie auch verfügbar sind, dass sie zugelassen sind und dass die Menschen wissen, wie man sie anwendet. Und was gar nicht geht, ist, wenn eine Stadt wie Tübingen, die ja schon früh getestet haben bei Alten- und Pflegeheimen, jetzt zum Beispiel bei den Schulen flächendeckend Tests einsetzen wollen, dass die dann noch eine auf den Deckel kriegen durchs Ministerium und man sich davon abhält, anstatt dass man so eine Initiative unterstützt. Ja, vor allem ist es ganz wichtig, im Cluster zu testen, weil es bringt mir ja nichts, wenn Schüler A am Montag geht, der B am Dienstag und C am Mittwoch und die nach wie vor in der gleichen Klasse dann sitzen. Und deswegen, wir fordern das auch ganz klar, wenn testen, dann im Cluster testen. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, wir führen viele Diskussionen, auch hier im Gesamtelternbeirat. Also ich bin zwischen 20.30 Uhr 20 Uhr wirklich mit Eltern beschäftigt, auch als Elternbeiratsvorsitzender meiner Schule. Logischerweise werden da viele Fragen an mich gestellt, weil es immer noch nicht klar ist, was macht Klasse 5 und 6 ab kommenden Montag. Gibt es ja auch keine klaren Strukturen, Hinweise, wie das zu funktionieren hat. Und da ist das Thema Testen eben auch immer so ein Thema. Also Angst vorm Testen bei den Kindern und dann auch tatsächlich, dass Kinder sich ja nicht groß anstecken. Untereinander, zumindest weiß man bis zur Klasse 6, 12 Jahre, passiert da nicht viel, sagen ja auch Kinderärzte. Aber dann im nächsten Schritt eben auch, dass die Kinder nicht ihre Eltern, Großeltern anstecken. Also da sind wir wieder bei dem alten Thema, schützt die Älteren, schützt die vulnerablen Gruppen, damit die Schulen endlich wieder in Präsenz ganz normal stattfinden können. Und die Lehrer natürlich mit Impfschutz, logischerweise. Also Fakt ist, es gibt natürlich Infektionsgeschehen auch in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen. Wir haben jetzt in meiner Heimatstadt Haupt am Neckar, das ging auch dort durch die Lokalpresse, ein Fall, dass in einem katholischen Kindergarten, ich glaube, 25 positive
Corona-Tests dann vorlagen, wohl von den Erwachsenen ausgehend. Mhm. Man hat es erkannt. Das ist oftmals so, dass es von den Erwachsenen Tests, kommt. Ja, aber die Kinder tragen es dann unter Umständen weiter zu den Eltern und Großeltern. Ja. Das will man natürlich nicht, aber das sieht man. Die Tests haben das dann ans Tageslicht gebracht. Damit kann man die Infektionskette unterbrechen. Und es ist ja bei den Kindern die Abwägung. Kinder brauchen Kinder, das sagen Kinderärzte, das sagen die Psychologen. Ja. Und vor dem Hintergrund können wir ja den Kindern ihre Entwicklungschancen nicht vorenthalten. Deshalb sagt die FDP, sagen wir, mit den Experten öffnen, Kitas, Kindergärten, Schulen, damit die Kinder eben keinen Nachteil haben, ist schon schwer genug. Aber dann muss man eben auch zum Schutz von Lehrerinnen und Lehrern und von Eltern und Großeltern die Tests flächendeckend ausrollen. Und da hat ja die Kultusministerin Eisenmann wirklich lange gezögert, die Landesregierung eher versagt. Also wir kritisieren das und hoffen, dass es jetzt einfach gelingt, die Schulträger, die Schulen nicht alleine zu lassen mit dem Thema, weil dann wird es wieder bei den Eltern abgeladen. Ja, und das ist eigentlich, dann sitzen wir wieder abends und konferieren digital, was überhaupt, und fragen selber auch mal die Eltern ab, wie so die Gefühle sind, ne, wie die Stimmungen so sind. Und die sind natürlich wieder mannigfaltig, wie bei allen Menschen in der, während der Pandemie. Das nächste Thema, was ich mit dir ansprechen möchte, weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema Bildung, nicht nur Impfen, sondern auch die Bildungsgerechtigkeit bei uns im Land. Ich habe so das Gefühl, die ist komplett ausgesetzt, weil die leistungsschwächeren, aber auch die bildungsferneren Kinder, also Kinder aus diesen Familien, nach hinten runterfallen. Das ist zum einen natürlich das Thema Digitalisierung, mangelnde Endgeräte, aber eben auch finanzielle Mittel, sich keine Nachhilfen leisten zu können, die dringend notwendig werden. Da haben wir auch immer noch kein Konzept. Das muss schnell kommen jetzt aus dem Kultusministerium. Wie fange ich die Wissenslücken auf? Ja, und da gibt es bis heute nichts. Das ist tragisch. Die Bildungsschere darf nicht auseinandergehen. Was ist da unser Konzept? Also, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien jetzt besonders unter der Pandemie leiden, ist, glaube ich, naheliegend. Dass es so lange gedauert hat, jedem Kind ein iPad oder auch ein Laptop zur Verfügung zu stellen, ist es angesichts auch der immensen Summen, die die öffentliche Hand im Landeshaushalt und im Bundeshaushalt bewegt, überhaupt nicht nachvollziehbar. Man darf an der Stelle mal daran erinnern, dass es die FDP war, die den Digitalpakt auf Bundesebene praktisch erzwungen hat. 2017, hier, Bundestagswahl, genau. Haben wir einen Bildungswahlkampf geführt, wo jeder gesagt hat, Bildung ist doch Ländersache, aber es war unser Thema Nummer eins. Absolut, und wir haben ja dann eine Grundgesetzänderung, unsere Zustimmung verknüpft mit der Forderung nach Einführung des Digitalpakts in Baden-Württemberg. Wollte man das aus grundsätzlichen Erwägungen nicht, ist ja schrecklich, dass Geld zur Verfügung steht und es nicht abgerufen wird. Und da leiden ja auch die Schulen jetzt. Im Kreis Ludwigsburg habe ich Gespräche geführt, dass also die Konzepte nicht vorliegen, die Mittel nicht abgerufen werden konnten. Und ich finde es total frustrierend zu sehen, dass andere Bundesländer, die da einfache Standardprodukte angeboten haben, wo die Schulverwaltung den Schulen unter die Arme gegriffen hat, die Mittel des Bundes abgreifen. Und in unserem Bundesland schafft es die grün-schwarze Landesregierung nicht, die Mittel rechtzeitig an die Schulen zu bringen. Und ja, man muss ganz klar sagen, die Corona-Krise hat es ans Tageslicht gebracht. Die Versäumnisse in der Digitalisierung, die die FDP seit langem moniert, die bestehen tatsächlich. Und diese Versäumnisse müssen jetzt dringend beseitigt werden. Uns fehlen auch Strategien tatsächlich, praktische Strategien, wie ich jetzt digitalen Unterricht mit Präsenzunterricht verzahne. Also auch zukünftig, wenn ich wieder Quarantänesituationen habe, die werden natürlich kommen. Wir wollen ja durch die Tests in eine rasche Isolation die positiv getestet sind, führen. Da gibt es bis heute keine Konzepte. Da macht jede Schule, wie sie es am besten meint zu können. Und das ist schon, deswegen das Thema Bildungsgerechtigkeit im ganzen Land, das ist einfach nicht mehr gegeben. Also Hardware ist das eine, natürlich auch die Frage, wer macht eigentlich die Systemadministration? Die könnte man auch über den Digitalpakt finanzieren. Jetzt hat das Land das langsam auch entdeckt, aber man ist viel zu langsam und digitale Konzepte, das ist dann das Dritte. Da muss man ja sagen, es reicht nicht aus, analogen Unterricht abzufilmen und ins Netz zu stellen. Wenn man sich anschaut, was mit künstlicher Intelligenz etwa in der Mathematik möglich wäre, Rechenaufgaben individualisiert, die dann über Nacht auch durch Computer differenzierter Unterricht, der Computer kann die Ergebnisse checken, Lehrerinnen und Lehrer werden dann zunehmend zum Lerncoach, das heißt, wir müssen Lehrerinnen und Lehrer dann eben da einsetzen, wo wir sie wirklich brauchen, nämlich im Einzelgespräch mit den Kindern, um Lernfortschritte auch abzuprüfen oder in Kleingruppen. Genau. Also das heißt, digitale pädagogische Konzepte
da werden wir als FDP, wenn wir in eine Regierung eintreten, die Potenziale, die es ja da auch in der digitalen Wirtschaft in Baden-Württemberg gibt, etwa bei Spieleherstellern wie Gamesforge in Karlsruhe, bei SAP oder Diconium, da gibt es ja viele andere auch hier in Ludwigsburg, dass wir einfach die Gamification, Computerspiele, da gibt es ja tolle Anreize, die man auch einsetzen kann fürs digitale Lernen. Die motivieren die jungen Leute. Absolut. Sie spielen, ansonsten datteln sie ja auch. Ja. Nicht nur die Jungen, auch die Älteren. Aber den Bogen müssen wir spannen jetzt in die Zukunft, dass wir diese Motivation für die jungen Leute eben dann auch, ob man jetzt Vokabeln abfragt mit so einem Spiel. Wir fragen uns, warum die Landesregierung nicht schon längst mit den Schulbuchverlagen, mit den Computerspielherstellern, die wir in Baden-Württemberg haben, mit den Softwareschmieden eigentlich ein Projekt auf die Schiene gesetzt hat, unter Einbeziehung der pädagogischen Hochschulen, der Universitäten. Die Potenziale sind da, wir wollen sie nutzen. Mit den Hochschulen, mit den jetzt angehenden Lehrerinnen und Lehrern, die ja noch viel näher dran sind. Genau, die ja brennen, die Ideen haben. Genau, da können wir richtig den Turbo, den Bildungsdigitalisierungsturbo zünden. Ab 14.03. wird es hoffentlich mit unserer Beteiligung möglich sein. Effizienz der Bürokratie, wir haben es angesprochen, das ist ja nicht nur beim Impfen zu sehen oder bei der Vergabe der Impftermine zu sehen, sondern vor allen Dingen auch in dem Thema, dass die Hilfen nicht ankommen. Wir haben es gerade zu Beginn mal ganz kurz angesprochen. Die Hilfen wurden jetzt tatsächlich auch ausgesetzt und das ist ja ein Skandal, weil die ehrlichen Unternehmer werden hiermit bestraft. Die Hilfen kommen nicht an. Das ist eine Tragik. Ja, das Aussetzen der Hilfszahlungen durch Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist ein Offenbarungseid. Es ist vor allen Dingen aber ein Schlag in den Nacken der Unternehmen, die dringend auf diese Gelder warten. Letzten Endes sind ja die Gelder eine Kompensation für die staatlich verfügte Schließung. Also wenn der Staat aus Gründen des Gesundheitsschutzes Unternehmen dazu zwingt, zu schließen, dann ist er auch verpflichtet, einen Ausgleich zu leisten. Fakt ist, es gibt neun Programme, die sich zum Teil widersprechen, ein richtiger Wirrwarr. Und jetzt werden die Zahlungen auch noch ausgesetzt. Warum? Weil das Bundeswirtschaftsministerium versäumt hat, eine Software zu programmieren, bei der die angegebenen Kontonummern abgeglichen werden mit den Kontonummern, die bei den Finanzämtern bekannt sind. Und da sagen wir als FDP, Vorsicht, wir haben es euch gesagt, schon im März, April 2020 haben wir vorgeschlagen, dass die Hilfen sowieso über die Finanzämter ausbezahlt werden. Damit hätte man schnell und unbürokratisch helfen können. So ist es. Der Vorschlag war ja, dass man die Gewinne der letzten 2-3 Jahre eben jetzt unbürokratisch wieder zur Verfügung stellt den Unternehmen. Sie werden schnell liquide geworden. Ganz genau. Der Verlustrücktrag, den wir vorgeschlagen haben, er kam aber nicht in ausreichendem Maße. Deshalb zu spät, würde ich auch zu mal spät sagen. Natürlich. Aber wir fordern an der Stelle jetzt auch Finanzminister Scholz auf, endlich seinen Widerstand gegen den erweiterten Verlustrücktrag aufzugeben und dafür zu sorgen, dass die Finanzämter unbürokratisch die Hilfen ausbezahlen, denn die Finanzämter haben die Steuerbilanz, sie kennen die Kontonummer und da können die Hilfen ausgezahlt werden. Stattdessen buchen die Finanzämter ja im Regelfall die Vorauszahlungen der Steuern ab, sodass noch Liquidität abfließt. Wir sagen, das ist die komplett großes falsche Thema. Politik, das auch muss oft, geändert werden. Oft angeschrieben worden. Absolut. Ganz großes Thema. Die Vorauszahlung, der Staat holt sich sein Geld, aber bei den Hilfen kommt nichts an. Also es versteht niemand, warum das so gemacht wird und wir als FDP im Land und im Bund machen da weiter Druck. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe als allerletztes Thema noch das Thema Arbeitsplätze. Ich werde von vielen Menschen angeschrieben. Ich bekomme wirklich mittlerweile 50 bis 60 E-Mails am Tag von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mehr weiter wissen teilweise, die wirklich in Existenznot sind. Und die Arbeitsplätze, die wir jetzt ja auch so ein bisschen in Gefahr sehen bezüglich dieser einseitigen Fokussierung auf die E-Mobilität, da werde ich auch öfters auf angesprochen, auch auf unsere Plakate, die wir überall hängen haben, dass wir die Verbrennungsmotoren nicht verteufeln sollen, sondern verbessern sollen. Da geht es ganz klar darum, dass wir die mittelständischen Arbeitsplätze, gerade in der Zulieferindustrie, wie wir aber auch in unseren großen Automobilherstellern sichern wollen. Wie schaut denn da unser Konzept aus? Ja, Corona-Krise ist das eine, Klimakrise ist das andere. Unsere Antwort auf beide Krisen ist wissenschaftlich-innovatorischer Fortschritt. Wir sagen, Innovation führt zu Nachhaltigkeit, Technologie. Und da ist es völlig falsch, nur auf den batteriebetriebenen Elektromotor zu fokussieren. Den brauchen wir. Der ist insbesondere im urbanen Verkehr ja auch eine tolle Alternative. Aber wenn ich dann mitbekomme, dass der Daimler jetzt seine Verbrennungsmotorenproduktion nach China verlagert, dann ist ja auch klar, dass das, was uns die Grünen immer erzählen, dass uns die Chinesen zwingen würden, zur Batterie-Elektromobilität totales Märchen ist.
Im Gegenteil, die holen sich jetzt die Verbrennungsmotorenproduktion nach China, doch mit Sicherheit nicht, um keine Verbrennungsmotoren zu bauen, sondern mit Sicherheit, um in China, für China und den Weltmarkt Verbrennungsmotoren zu bauen. Und da kann ich nur eins sagen, wir haben da die Technologieführerschaft. Wir wollen dem Verbrennungsmotor eine Zukunft geben. Da hängen 500.000 Arbeitsplätze dran. Natürlich muss der Verbrennungsmotor aber klimaneutral gemacht werden. Das kann er mit der Wasserstofftechnologie, mit synthetischen Kraftstoffen. Das heißt, wir brauchen grünen Wasserstoff in großen Mengen. Das wird man allein in Deutschland nicht hinkriegen. Aber wir können ihn importieren aus südeuropäischen Ländern, die dadurch auch eine Einnahmequelle bekommen, aus Nordafrika. Also wir sagen, Technologieoffenheit ist das Gebot der Stunde. Und wir haben ja zum Beispiel auch in Heilbronn bei Audi das Zentrum für die Brennstoffzellenentwicklung des VW-Konzerns. Wir haben es bei anderen Autoherstellern wie bei Daimler. Also die Brennstoffzelle wurde in Baden-Württemberg in Deutschland maßgeblich entwickelt. Jetzt laufen wir Gefahr, das an Asien zu verlieren, und das muss unbedingt gestoppt werden, und dafür kämpft die FDP. In der Zeitung stand ja jetzt auch in den letzten Tagen, wie schnell Elon Musk in Berlin seine Fabrik aufbaut. Das ist ja unglaublich. Das wäre ja bei uns normalerweise gar nicht möglich. Er macht es auf eigenes Risiko. Er baut quasi ohne Baugenehmigung. Naja, die Baugenehmigung braucht er schon. Da stellt sich ja die Frage, warum geht es bei Elon Musk schneller als bei dem kleinen mittelständischen Unternehmen? Und was wir uns natürlich die Frage stellen, ist, warum hat eigentlich die baden-württembergische Landesregierung es nicht geschafft, diese Produktion hier nach Baden-Württemberg zu holen, um den Automobilstandort zu stärken? Da hat man nach meinem Dafürhalten nicht genug getan. Wir sind nicht dagegen, dass so jemand wie Tesla hier ein Werk in Deutschland hochzieht. Aber ich glaube, es gibt allen Grund dafür zu sorgen, dass die tollen Unternehmen, die wir haben, insbesondere in der Zulieferindustrie, hier erhalten bleiben. Also wir brauchen ein klares Bekenntnis zum Automobilstandort Baden-Württemberg und Deutschland. Da sind wir ganz einer Meinung. Und Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es passiert nicht einfach nur so, sondern es passiert, Politik geschieht durch ganz klare Konzepte und Strategien und Ideen. Und wir legen sie vor. Und kein hätte, könnte, müsste oder sollte, sondern einfach machen, Ärmel hochkrempeln und am 14.03. die FDP wählen für den Gegenstillstand in unserem Land und für einen Fortschritt. Nicht schwätzer machen. Ich habe eine Bitte an Sie. Wählen Sie am 14. März Steffi Knecht. Wählen Sie die Freien Demokraten.